Ja, Dorian Brescher heute bei uns. Hier ist die dritte Saison beim WSV. Wie gefällt es dir bei uns in Wuppertal? Kann ja nicht so schlecht sein, wenn man noch da bist. Nee, super. Ich fühle mich hier wohl. Gefühlt wie mein Zuhause. Die Jungs, die Leute drumherum. Alles super. Das freut uns zu hören. Ja, du sprichst gerade zu Hause an. Wie verbunden bist du schon mit Wuppertal? Sehr. Sehr, sehr verbunden. Also gefühlt meine zweite Heimatstadt so. Jetzt war ich wieder meine dritte Saison. 3 Jahre hier beim WSV, es tut gut, weißt du, ich fühle mich wohl. Deswegen habe ich nichts zu meckern, sage ich mal, weißt du. Ja, du hast ja in der Jugend schon ein bisschen höher gespielt, aber Schalke unter anderem und so. Gab es irgendwie mal so einen Punkt bei dir im Kopf, wo du gemerkt hast, ich bin ein bisschen talentierter als andere Spieler und schlag gleich wirklich die Karriere Fußball ein? Ja, wie du sagst, hat da schon bei Schalke angefangen, also FC Salon, dann der Wechsel zu Schalke so. Und ja, da hat man sich schon so Gedanken gemacht, so, da kann was rauskommen. Wenn man Gas gibt, wenn man dranbleibt und ja, deswegen immer arbeiten, dann wird das am Ende belohnt. Ja. Wie würdest du dich selber beschreiben? Klar, du spielst immer auf der Innenverteidigerposition. Mhm. Was sind deine Stärken? Ja, Zweikampf natürlich als Innenverteidiger muss da sein. Kopfball, ich sag mal auch ordentliches Tempo für den Innenverteidiger so. Die Bälle in die Tiefe und sowas. Linker Fuß, ne? Ja, so. Klebe. Ja, genau. Ja, schon ein paar gute Sachen, die du mitbringst. Ja, was sich viele Fans immer fragen ist, ich meine, ihr seid immer sehr eingebunden im WSV, ihr habt Training und alles Mögliche noch drumherum. Was machst du denn, wenn du mal nicht in Wuppertal bist oder nicht im Stadion beschäftigt bist? Ach, gute Frage. Ja, ich gehe schon in der Freizeit ab und zu Basketball spielen, mit ein paar Freunden so. Klar, da mit Familie was unternehmen und eigentlich schon abschalten, sag ich mal. Weißt du, nach Training runterkommen und dann, wenn Zeit ist, ein bisschen rausgehen, vielleicht Basketball da, rausgehen da, aber sonst eigentlich nichts Besonderes, sag ich mal. Hast du da einen Fußballer oder vielleicht auch Basketballer, wo du sagst, das ist ein Vorbild für mich? Ehrlich gesagt, nein. So, ich mag viele Jungs, viele Profis, also, ne? Auch Basketball, aber er ist kein Vorbild. Willst du vielleicht mal einen nennen, der dich besonders, dir das besonders angetan hat? Ramos schon. So ein Innenverteidiger, wo man die Spiele guckt und sagt, geil. Geiler Innenverteidiger. Okay. So, weißt du? Und ja, was ich die Fans natürlich auch immer fragen lässt, was nimmt sich Dorian Brescher für die Saison vor? Fit werden, gesund bleiben, gesund werden und gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Ja, und dann werde ich die Chance wieder bekomme, die nutzen und dann 100% Gas geben. Am besten dann, wenn es geht, jedes Spiel kein Tor zu kassieren. Das ist immer mein Ziel als Innenverteidiger. Und das Bestmögliche rausholen, sowohl als Team auch für mich dann. Du hast gerade angesprochen, fit werden. Ja, wir sind gerade in Willing, hast die Woche ein bisschen individuell trainiert, sind wir ein bisschen näher ans Team rangekommen. Wann können wir mit dir wieder rechnen? Schwer zu sagen, so, aber nicht mehr lange. Ich habe die Woche schon hart gearbeitet, viel gemacht, sowohl Passspiel als auch Läufe. Also es handelt sich nicht mehr um viele Wochen, sag ich mal so. Also nicht mehr lange, zum Glück. Das ist schon mal schön zu hören. Und, ja, was sich viele immer fragen, du bist ja auch oft bei uns in den Videos zu sehen. Ja, mit welchen Spielern bist du hier so am dicksten? Gerade warst du mit Tobi Peitz unterwegs. Gibt es ja so ein paar, mit denen du schon ein paar sind schon länger da, die du gut kennst? Ja, der Peitz ist ja mein Zimmernachbar, egal wo wir sind. Wir machen immer alles zusammen so. Aber auch die mit den Neuen, verstehe ich. Ich kenne ja viele, so gut wie fast alle. So, ne? Und ich bin mit denen schon gut, aber natürlich so Peitz, Pütlik, so die von der alten Saison. Ne? Man nimmt die immer mit, so mit denen. Ich bin einfach mit jedem gut, so kann man schon sagen. Ich verstehe mich mit jedem. Aber das ist auch das Wichtige für mich selber, weißt du? Ich will mit jedem immer korrekt sein. Gut verstehen und ja. Gibt es da auch irgendwie mal was, das ihr sagt, wir gehen mal zusammen, weiß ich nicht, einen Café oder Billard spielen, Basketball spielen, wie sowas? Ja, jetzt hatten wir jetzt nicht so viel Zeit. Ich sag mal, mit den Neuen klar auch. Aber ich sag mal, ich war schon mit Beitz, Pütlik waren schon draußen, Phil auch schon, sowas heißt er. Deswegen, wenn wir wieder mal Freizeit bekommen vom Trainer, dann gehen wir auch mal öfters Kaffee trinken. Ja, sieht erstmal schlecht aus mit der Zeit. Dorian, wir drücken dir die Daumen, dass du schnell wieder fit bist. Danke dir. Schnell wieder auf dem Platz sehen und danken dir für die Zeit. Ich danke dir. Danke dir, Dorian. Danke.